Hey, ja, hier ist der Schnuppen. Willkommen zurück zu Burnout 3 Takedown zur Fortsetzung des Spiels und damit zur nächsten Veranstaltung, wo wir beim letzten Mal einen Crash gemacht haben in Europa, den wir ein paar Mal wiederholt haben in Vineyard. Am Ende haben wir wieder den nötigen Schaden verursacht, um eine Goldmedaille mitzunehmen. Wir bleiben auch diesmal in Europa und machen noch einen Crash. Ja, warum nicht? Wenn wir gerade dabei sind, ist ja ganz toll, und zwar mit der City. Diese europäischen Fahrer sind verrückt, also passen sie perfekt zu uns. Und die verschneiten Straßen eignen sich hervorragend, um heftige Massencrash zu provozieren. Ja, und zwar fahren wir diesmal, oder crashen wir diesmal in Pump Up the Tram. Mal sehen, was uns da erwartet. Diese europäischen Fahrer sind verrückt, also passen sie perfekt zu uns. Und die verschneiten Straßen eignen sich hervorragend, um heftige Massencrash zu provozieren. Aha, da gibt es noch einen Vierfachen und auch einen Crashbacker da hinten, bei den Bussen. Aha, wir müssen ja wieder $500.000 Schaden verursachen, für Gold. Das ist schon eine ordentliche Messlatte. Und 10 Wachs für so einen Crashbacker. Wir haben gesehen, da ist die Tram ist auch dabei. Ja, ich muss gucken, wie wir das überhaupt machen. Wir haben gesehen, der Booster ist hier vorne, dahinter ist Bronze. Da auf der anderen Fahrbahn ist dann Gold und dann auf der gleichen Fahrbahn, wo Bronze und der Booster ist, gibt es auch noch Silber. Ist quasi wie beim letzten Mal. Ich würde ja sagen, wir ignorieren den goldenen Bonus und fahren hier entsprechend den Boost, die Bronze und Silber ab. Dann versuchen wir zum vierfachen Multiplikator zu kommen irgendwie in dem Crash und dann zum Crashbreaker. Und dann können wir vielleicht im Jahrfall noch, oder vielleicht können wir zwischendurch können noch einen zweiten vielleicht noch einsetzen. Also den wir nach 10 Crashes haben. Gut, also nach 10 Wracks. Dann machen wir mal, hä? Ich glaube, ich komme nicht so weit. Ne, ich komme nicht drüber. Ich komme nicht drüber, diesen LKW ist ja bescheuert. Nochmal. Ist ja blöd. Ich muss ja rüberkommen. Wir haben ein paar echt gefährliche Wintercity-Strecken, auf denen es richtig kracht. Gebt alles. Man kann es auch nur mit dem Zweifachen schaffen übrigens. Das müsste eigentlich auch gehen, aber es bin ich schwieriger, logischerweise. Aber da könnte man auch die Goldenen für holen, wenn man jetzt sagt, man will halt zu dem Zweifachen fahren, fährt man halt die Goldenen mit. Aber wir wollen Silber. Weil der unsere Chancen erhöht, dass wir den Vierfachen kriegen. Weil Zickzack will ich jetzt nicht fahren. Ich habe zwar den Multiplikator erwischt, aber ehrlich gesagt nicht. Ich bin nicht anderweise zu den anderen Bussen gekommen, zum anderen Crashbreaker. Da muss ich irgendwie auch hinkommen. Wir haben ein paar echt gefährliche Wintercity-Strecken, auf denen es richtig kracht. Gebt alles. Da muss ich irgendwie auch hinkommen. Im Idealfall. Da mache ich nochmal Schaden da hinten. Aber gut, weil das schwierig ist. Ja, vielleicht hätte ich auch worauf verzichten sollen, aber ich probiere es nochmal. Wenn nicht, dann muss ich mit dem Vierfachen zufrieden gehen, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie ich da hinkommen könnte. Aber muss ja eine Möglichkeit geben. Ja, aber das ist jetzt gut. Naja, werden wir sehen. Nein! Fast, ne? Fast! Wenn ich da rüberkomme, kann ich zum Vierfachen rutschen und dann komme ich mit dem Crashbreaker zum anderen Crashbreaker. Es geht darum, möglichst viel Schaden anzurichten. Brettert in die Crashkreuzung, schnappt euch so viele Pickups wie möglich und beobachtet die größte Crashkettenreaktion aller Zeiten. Das geht auf jeden Fall, ey. Man muss mit dem einen LKW mit dem anderen springen, dann geht das. Hm.
Aber so nicht. So komme ich nicht dahin. Das ist gar nicht so einfach. Crash FM live aus Winter City. Und wir wollen ordentliche Crash-Schäden in dieser Crash-Challenge sehen. Dann machen wir nochmal. Das muss doch irgendwie möglich sein. Ja, oder ich muss mit dem. Ich muss von der Seite kommen, von, wo der Goldene ist. Das war oh ja, ich war zu langsam. Ich kam nicht rechtzeitig dahin. Ich will nur was anderes. Versuche mal mit dem nach zum Goldenen zu fahren. Drei Schritte für einen Adrenalinschub. Erstens, mit dem Crashnav eine verkehrsreiche Crashkreuzung suchen. Zweitens, Vollgas plus Boost. Drittens, möglichst viele Verkehrsteilnehmer anvisieren. Die neuesten Crashkreuzungen findet ihr auf eurem Crashnav. Da bin ich nämlich gerade überlegen, ob ich nicht einfach den Wicke zum Zweier fahre und dann von dort zum, dort aus zum Vierer. Versuche ich mal. Vielleicht auch nicht. Ich sah nicht besser aus als eben. Crash FM live aus Winter City. Und wir wollen ordentliche Crash-Schäden in dieser Crash-Challenge sehen. Sei ehrlich gesagt, nicht besser aus als eben. Der Versuch, auch mal sagen. Hat keinen Unterschied zu sehen. Ich probier's auch nochmal. Im Grunde ändert sich nichts. Ich war trotzdem gegen denselben LKW. Also es bringt nichts. Bringt nichts, ehrlich gesagt. Drei Schritte für einen Adrenalinschub. Erstens. Genau, wir wissen, das haben wir schon gehört. Das wiederhole ich nie mehr zu häufig. Ja, wie zu langsam. Kann ich mal aufhören, ey. Naja. Ich, ja, nur die fahren, die fliegen dahin. Ich muss dahin fliegen. Wir haben ein paar echt gefährliche Winter City Strecken, auf denen es richtig kracht, ja. Genau. Ey, ist tatsächlich besser, wenn ich links fahre. Geht besser, habe ich mehr Chancen. Das alles zu machen, was ich haben will hier in diesem Durchlauf. Wo fliege ich jetzt hin? Einfach so abgeprallt, ey. Das ist der Wahnsinn. Crash FM live aus Winter City. Ach, Mann. Na, ja, der Start war jetzt total schlecht. Naja, vielleicht hilft er uns trotzdem. Mal gucken. Alternative ist hinten an dem LKW reinfahren, hinten und dann irgendwie versuchen da rumzufliegen. Wir haben ein paar echt gefährliche Winter City Strecken. Vielleicht geht das. Ich hätte einen versuchen lassen sollen, da den ich da hatte mit dem Vierfachen. Komm ich nicht mehr dahin. Es geht darum, möglichst viel Schaden anzurichten. Berettert in. Genau, ich habe auch schon gehört, bestimmt. Naja. Mal gucken, dann müsste das funktionieren. Wenn ich nicht verpasse. Da bin ich nach ihm geflogen. Ich hab ihn verpasst. Naja, egal, wir schauen trotzdem mal an, was es so gebracht hat. Ich hab dann in ihm geflogen, ey.
Ach, das ist ärgerlich. Da hätte man mehr draus machen können. Aber ich lasse uns immer so durchlaufen. Da kriegen die mal. Ah, von den Bussen fehlt mir was. Da hättet ihr noch ordentlich was gebrauchen können, ey. Das reicht aber wahrscheinlich womöglich, ne? Mal 4. Ja, 700.000. Das reicht. Ah, hätte man vielleicht früher schon beenden können, ne? Das Ganze, aber naja. Versuch war es wert. Haben wir halt entsprechend nur 700.000. Reicht ja für Gold. Also, neues Event freigeschaltet. Ja, haben wir geschafft. So. Genau, 400.000 nur noch bis das neue nächste Auto. Gut, haben wir es geschafft. War ein paar Versuche, haben wir es gebraucht, haben wir mal gemacht. Schade ja nicht, ihr habt ja eh alles an der Folge. Ist ja nicht länger das SP damit. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Denkt wie meine Kommentare und dann die Bewertungen und dann die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.